Eine spannende neue Geschichte von Max. Viel Spaß beim Anschauen. Gefällt mir, abonnieren, kommentieren. Du glaubst wirklich, dass dein neuer Sequoia steile Straßen bewältigen kann? Er ist riesig, kommentierte ich und nahm einen weiteren Schluck von Stans Wicked Ale. Sicher, bei deiner Größe brauchst du die Beinfreiheit. Aber ich bin nicht überzeugt, TID. Ich würde damit nicht auf dem Torquay-Track fahren. In meinem alten Land Cruiser habe ich das kaum geschafft und der ist nur halb so schwer. Das Licht des späten Nachmittags fiel durch die Feigenbäume, ein weiterer typischer Sommertag im Los Angeles des frühen 21. Jahrhunderts. Jahrhunderts in Los Angeles. Ich lehnte mich im Liegestuhl neben TID zurück und beobachtete unsere Frauen beim Schwimmen im Pool im Garten von TID und Annie, deren Feindseligkeit scheinbar auf Eis lag. Die smogbeladenen Berge wachten über unser Viertel in Pasadena. Sie haben mir versichert, dass dieses Biest überall hinfahren kann, und das will ich testen, antwortete TID, trank einen Tuts Chief Malt und stieß einen lauten Rülpser aus. Ich bin bereit für den Torquay-Track. Diese Horrorgeschichten stören mich nicht. Mehr Power! Der Torquay-Track, die tückischste Straße im Anzaborrego Desert State Park zwischen San Diego und dem Salt und Seer, weist Steigungen auf, die an Vogelpfotenabdrücke erinnern. Die anspruchsvollsten dieser steilen Strecken sind mit riesigen Löchern und steilen Abgründen gespickt, sodass oft nur drei Räder auf dem Boden bleiben. Meine umsichtige Frau weigert sich, solche Stellen zu betreten. Sie wartet lieber außerhalb des Autos, als zu riskieren, in den Abgrund zu rutschen. Hören Sie, sagte ich, Anzaborrego ist nicht der ideale Ort für eine Testfahrt. Ich bezweifle, dass Sie jemals über den Fettmannspass fahren werden, selbst mit einem Suzuki-Samurai. Es erfordert viel Spielraum und Finesse, um durch diese schmale Felslücke zu schlüpfen. Ich nahm einen weiteren Schluck Wicked Ale und hoffte, dass er wenigstens über dieses logische Argument nachdenken würde. TID öffnete eine neue Dose Tuts Chief und nahm einen großen Schluck. Okay, Schlaumeier. Was schlägst du vor, wohin wir am Memorial de Wochenende fahren? Und sag mir nicht, dass du dir den Angels Cross ansehen willst. Das ist die Route der Schwächlinge und die ist immer voll mit Schwächlingen in Jeeps, Samurais und Soldaten. Tates Frau Annie, eine geschätzte Kollegin von mir und eine verdammt gute Schaltungstechnikerin, schwebte träge zu uns herüber. Wenn du ein Problem mit Schwächlingen hast, süßer Teddy, dann bist du selbst schuld, sagte sie, schenkte mir ein blasses, sommersprossiges Lächeln und leckte sich die Lippen. Meine Frau, die von Natur aus dunkelhäutige Cheryl, schwamm ebenfalls auf uns zu. Hey, wir müssen ihm eine Pause gönnen, Schatz, sagte Annie. Er ist ein Mann, weißt du. Ich finde Motoren cool, sogar die, mit denen man arbeitet. Sie drehte sich um und sah TID an, dann wandte sie sich an mich. Also, erzähl uns, Derek, welche Strecke schlägst du vor? Etwas nicht so Langweiliges für einen Urlaub, oder? Ich überlegte kurz, wie ich TID beruhigen konnte. Ich kenne den richtigen Ort östlich von Palm Springs. In den Chale Mountains gibt es ausgezeichnete Wege zu verlassenen Minen. Sie sind hart genug, um eine Herausforderung darzustellen, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie uns umbringen. Ich nahm einen weiteren Schluck Bier. Der größte Teil des Gebiets ist offiziell Wildnis und wird vom BLM verwaltet, aber wir können vorhandene Straßen und trockene Flussbetten nutzen, um dorthin zu gelangen. Chala klingt gut, sagte Annie. Ja, es ist wirklich sehr schön dort, stimmte Cheryl zu. Was für eine Vereinbarung zwischen diesen beiden Paaren am Pool. Wir sind Bob und Cheryl. Sie sind TID und Annie. Wir sind Freunde und Nachbarn hier in Pasadena. Annie und ich arbeiten zusammen. Wir fahren alle zusammen in unseren Subarus, unsere Kinder spielen zusammen, gehen in dieselbe Schule und haben an diesem bereits schwülen Sonntagnachmittag Spaß im Haus von Cheryls Eltern in Burbank im Tal. Wir ziehen die nächste Generation von Willi-Mädchen auf. So rau wie es nur geht, Mann. Sind wir beste Freundinnen? Nicht ganz, eher enge Bekannte mit gemeinsamen Interessen wie ihrem Swimmingpool. Wir kommen meistens gut miteinander aus und das ist auch gut so. Neue Freunde zu finden ist harte Arbeit. Wenn nur Cheryl nicht so herrisch und TID nicht so unzuverlässig wäre. In der Zwischenzeit hatten wir Erwachsenen heute Nachmittag und Abend Zeit für uns. In diesem Vorort gibt es nicht viel Privatsphäre. Die Wohnungseigentümergemeinschaft erlaubt keine hohen Zäune. Skinny Dipping ist nur nach Einbruch der Dunkelheit erlaubt. Und selbst dann muss man ständig nach neugierigen Nachbarn Ausschau halten. Verdammte Prüderie. Wir verbrachten unsere Zeit also sinnvoll,
entspannten uns, scherzten, flirteten, betranken uns ein wenig, redeten Unsinn und schmiedeten Pläne und Fantasien. T.I.D. und ich stritten uns über unsere zukünftige Reise. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frauen mehr vorhaben, als nur mit uns zu kommen, hübsch auszusehen und sich bei jeder Gelegenheit übereinander lustig zu machen, wie immer, sagte ich. Für den Memorial Day hatten wir einen viertägigen Ausflug geplant. T.I.D. hatte letzte Woche seinen 4x44 Runner gegen diesen neuen Sequoia eingetauscht und war fest entschlossen, ihn auszuprobieren, obwohl er nicht wirklich wusste, was das bedeutete. Obwohl T.I.D. ein normaler Immobilienmakler war, litt er als Suchfahrer unter der Illusion der Genügsamkeit. Eigentlich wäre das Emmelskreuz die bessere Wahl für ihn, aber sein Ego würde ihm niemals erlauben, auch nur daran zu denken. Wenigstens erinnerte er sich noch an seine Erste-Hilfe-Kenntnisse aus der Armeezeit, sodass er auf unseren Fahrten nicht völlig nutzlos war. Unsere alkoholgetränkten Zusammenkünfte am Pool führten auch zu einigen Auseinandersetzungen. Wer bringt was und wie viel mit? Wer ist für Essen und Ausrüstung zuständig und ewige persönliche Auseinandersetzungen? Ich bin konzentriert und T.I.D. ist entspannt und sorglos. Cyril ist dominant und Annie lässt sich nicht unterkriegen. Ich lasse mir von dir nichts befehlen, Cyril, sagte Annie wütend. Cyril übernahm ganz natürlich die Führung, wann immer sie konnte. Könnte das der Grund dafür sein, dass sie ihre Medienmarketingagentur leitet und nicht der Fact? Cherlina Chelo Ortega ist eine Nachfahrin einer alten spanischen Familie, die in Kalifornien lebte, bevor es zu Mexiko wurde. Pater Junipero Serra gründete die kalifornischen Missionen in den späten 1700er Jahren. Chirüls Vorfahren waren bei ihm. Hidalgo-Familien kultivieren Arroganz und es hilft nicht, dass Chirüls Eltern Studiobosse in Hollywood waren und sie als privilegiertes Mädchen aus dem Tal aufgewachsen ist. Sie setzt ihre alten Konzernwerte rücksichtslos in ihrem Geschäft ein und weiß genau, wie man das Spiel der Netzwerke spielt. Ich liebe sie über alles, aber manchmal macht sie mich verrückt und alle anderen auch. Ob Profi oder nicht, die Jungs sind verrückt nach ihrem schönen Körper, bis sie anfängt, Befehle zu bellen. Man sollte ihr nicht über den Weg laufen. Meine Abstammung ist fast genauso hoch. Ich heiße Roberto Pico Ortega. Und meiner Familie gehörte einst der größte Teil des heutigen Großraums Los Angeles, bevor das gesamte spanische und mexikanische Land von den Gringos gestohlen wurde. Oh, okay, das ist Geschichte. Ich werde nicht die Eidechse sein, die damit prahlt, dass ihr Großvater ein Tyrannosaurus Rex war. Okay, es ist jetzt offiziell dunkel. Zieht eure Badeanzüge aus, rief Cyril immer bereit, beim geringsten Vorwand ihren schlanken, weizenfarbenen Körper zu zeigen. Annie runzelte ein wenig die Stirn, aber ihre winzigen Teile der Badehose landeten sofort auf dem Boden. Ich warf einen kurzen Blick auf Annies volle, sommersprossige Brüste. Tets Shorts und meine folgten schnell den Badeanzügen der Mädchen. Wir setzten uns wieder auf unsere Liegestühle. Annie saß seitlich auf dem Schoß ihres Mannes und Cyril saß auf meinem Schoß und spreizte meine Hüften. Cyril fing meinen Blick mit ihrem ein. Also, Dirk, schwimmen wir noch ein bisschen. Oder wirst du wieder Sex mit mir haben? Fragte sie. Was nochmal? Scherzte ich und zog ihre Lippen auf die meinen. Ja, wieder, sagte sie. Aber zuerst musst du nass werden. Cyrils leitende Stimme duldete keine Einwände. Sie sprang auf, ergriff meine Hand und zog mich in den Pool. Wir ließen uns unbeholfen auf den Boden plumpsen. T.I.D. lachte, bis Annie eine Chiu-Shitsu-Technik anwendete und ihn eintauchte. Die Dunkelheit machte den Pool sicher zum Spielen. Ich wurde weggeschoben, während T.I.D. und Annie Cyril kitzelten. Ich kehrte zurück und gab Annie einen freundlichen Klaps auf den Hintern. Ich erwartete, dass T.I.D. Cyril auf die gleiche Weise tätscheln würde, aber das war auch schon alles, was unsere unerlaubten Handlungen betraf. Selbst wenn die Mädchen Chardonnay getrunken hätten, wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, ungewolltes Zwicken in die Brüste, aber kein Verrat. Nein, wir stiegen aus dem Wasser und entspannten uns auf den Liegestühlen. Cyril setzte sich mit einiger Erregung auf mich und brachte unsere Körper einander näher. Ich warf einen Blick auf den nahegelegenen Liegestuhl. Anne kniete neben T.I.D., eindeutig inspiriert von unserem Beispiel. Als Cyril dies bemerkte, nahm sie die Herausforderung ebenfalls an. Das können wir besser, sagte sie und verlagerte ihre Position. Unsere Empfindungen waren tief und intensiv. Der Moment schien endlos. Währenddessen tauschten Annie und T.I.D.,
nachdem sie wieder zu Kräften gekommen waren, die Plätze und machten mit gleicher Leidenschaft weiter. Ich konnte spüren, wie sich die Atmosphäre zwischen uns allen aufheizte. TID und ich sind nicht mehr jung. Unsere Kräfte waren nicht so schnell wiederhergestellt, aber das machte den Moment nur noch interessanter und intensiver. Den Frauen schien das nichts auszumachen. Je länger der Moment dauerte, desto mehr Spaß machte er uns allen. Der Wecker klingelte. Es ist Zeit, sich anzuziehen und die Kinder abzuholen, sagte ich und seufzte. Mist, eine neue Arbeitswoche hat begonnen. Annie und ich pendelten gemeinsam zur Arbeit bei Lonardine, einer kleinen Raumfahrtfirma in der Nähe von Caltech und NASA JPL. Mein Beamer surrte mit beeindruckenden 10 mph über die I-210, auf den schnellsten Abschnitten sogar mit bis zu 15 mph. Verdammt, wie ich Montagmorgens hasse. Ich bin der leitende Ingenieur für thermische Abgase bei Lonardine und entwickle Düsen- und Raketenabgase. Annie ist eine hervorragende Schaltkreisdesignerin, die Prototypen von elektronischen Steuersystemen entwirft und entwickelt. Sie ist eine brillante Technikerin, eine hübsche Rothaarige und eine großartige Wanderin, aber ihr feuriges Temperament und ihre begrenzten sozialen Fähigkeiten lassen viel zu wünschen übrig. Sie ist nicht skrupellos genug, um der Chef zu sein. In der Technik gibt es eine Wahrheit: diejenigen, die wissen, wie man entwirft, entwerfen. Diejenigen, die nicht wissen, wie man entwirft, managen. Diejenigen, die nicht wissen, wie man managt, sind Ingenieure. Ich habe gehört, dass dies auch auf andere technische Bereiche zutrifft. Annie und ich wohnen zusammen. Wir arbeiten zusammen, essen zusammen zu Mittag, pendeln zusammen, baden zusammen und hängen mit unseren Freunden ab. Wir haben keine Affären miteinander. Nein, ich rede nicht von Sex am Pool. Ich meine, wir waren beide dort, also warum nicht? Unsere Gespräche während des Pendelns drehten sich um die Arbeit, was unsere Teams taten, gewöhnliche Themen wie Politik, Religion, Soziales, Wirtschaft, Kultur, wie die Menschheit sich selbst zerstört und unsere Reisen auf 4 Rädern, Vergangenheit und Zukunft. Schöne, sichere Themen. Bist du bereit, dass der Sommer beginnt? Annie nahm einen Schluck von ihrem Mokka und schaute auf die Straße. Und du glaubst wirklich, TID ist bereit für eine raue Fahrt in Anoro, nicht in der Welt, sondern in den Schalabergen. Ja, die Straßen, von denen ich spreche, sehen zwar rau aus, aber sie sind in einem viel besseren Zustand. Sie müssen das Gewicht des Sequoia tragen. TID hegt schon seit Monaten die Idee, unseren alten 4Runner in ein neues Spielzeug zu verwandeln. Und jetzt hat er diesen großen Sequoia, den er mit seinem Geld gekauft hat, und ihr ist einfach verrückt danach, ihn auszuprobieren. Ja, ausprobieren und selbst ausprobieren, als ob das Fahren im Gelände wichtig für seine Männlichkeit ist, als ob es seine Würde bestätigt. Aber er mag die Natur nicht so sehr. Annie nahm einen weiteren Schluck Mokka. Annie und ich hatten beide Pfadfindererfahrungen, als wir jünger waren. Wir hatten Überlebens- und Improvisationstalent. Wir sind Ingenieure, verdammt nochmal. Wir bauen Dinge. Cheryl und TID sind ihr ganzes Leben lang privilegierte Stadtbewohner gewesen. Sie scheinen ein gemeinsames Motto zu haben. Lass es jemand anderen machen. Deshalb leiten sie ihre Büros und delegieren die Drecksarbeit. Ich bin kein Cowboy, ich habe nur einen Hut gekauft, samt TID. Ich habe wieder gesungen, aber ein ganz anderes Lied. Aber er hat keine Cowboy-Lippen. Annie kicherte. Nun ja, und du hast diese Caballero-Lippen. Das ist das Gleiche, aber sieh nur, wo es dich hingebracht hat. Sie sah mich schmollend an, wo ich mit meiner Cherylina gelandet bin, dem Mädchen meiner Träume. Ich lachte, gar nicht so schlecht im Moment. Annie seufzte. Ach, komm schon, verschone mich. Ich weiß, dass sie einen tollen Körper hat, aber wie kannst du diese herrische, sich für den Oberbefehlshaber von ganz Paredena haltende Frau ertragen? Sie kommandiert mich die ganze Zeit herum. Ruhig, tief einatmen, Luft anhalten, ausatmen, warten, einatmen, warten. So ist's gut, so ist's gut. Oh, du Kumpel, sagte sie ausdruckslos. Ich sehe sie nur ab und zu, und du bist immer bei ihr. Ich will mich nicht beschweren. Ich erhöhte die Temperatur der Klimaanlage um 1 Grad. Der Tag war heiß geworden. Hey, störe ich dich mit meinem nutzlosen Ehemann? Tets Firma trägt zwar seinen Namen, aber er arbeitet dort kaum oder gar nicht sichtbar. Offiziell war er Makler, aber seine Mitarbeiter hielten das Büro über Wasser, während er mit Kunden Golf oder Squash spielte oder anderweitig wichtige Managementaufgaben erledigte. Ja, nun, ja, gab Anne zu.
Die Idee führt ein ziemlich einfaches Leben, aber er kann wirklich gut mit Kindern umgehen und hat viel Zeit für sie und Besorgungen. Und vielleicht ist er ein bisschen unsicher, weil ich der Hauptverdiener bin. Ihr Männer habt so zerbrechliche Egos. Ja, okay, sagte ich. Lass uns einen Waffenstillstand schließen. Wie wäre das? Wir sind wieder im sicheren Bereich und reden über die Arbeit. Ich bezweifle, dass einer von uns in dieser Woche im Frühsommer vor dem Memorial Day 2001 viel gearbeitet hat. Sicher, wir haben hart gearbeitet, vor allem an der Planung und Logistik unserer Reise. Annie und ich erstellten Listen mit Ausrüstungsgegenständen und schickten unsere Partner zum Einkaufen der notwendigen Dinge. Höchstwahrscheinlich schickten sie ihre Mitarbeiter, um den eigentlichen Einkauf zu erledigen. Dafür ist das Personal doch da, oder? Unsere Kinder versuchten wie immer, uns nicht zu bemerken, aber wir zwangen sie auch zur Arbeit. Ich gehe die Checkliste noch einmal durch, Dolly. Beginnen Sie mit: Warum sollte ich das tun? Spulen Sie meine jüngste Tochter Dolores auf. Ich muss meine Hausaufgaben machen, richtig? Und du kümmerst dich sofort darum, wenn wir hier fertig sind. Ich denke manchmal, dass meine Töchter sozial sind. Sie haben noch nicht gelernt, ihre Eltern zu manipulieren. Was ist nur mit den Kindern von heute los? Aber du lässt mich immer alles machen, meine kleine Drama-Queen. Warum darf Roshi das nicht machen? Weil Rosalita deiner Mutter mit ihrer Liste hilft. Wir sind gleichberechtigte Unterdrücker, weißt du. Also hör auf zu jammern und fang mit deiner Campingausrüstung an. Zelt. Du bist mir egal, blödes Zelt. Ich sagte fest, kontrolliere das Zelt. Je eher wir fertig sind, desto eher kannst du deine Hausaufgaben machen, Fernsehen, Spiele spielen und deine Freunde anrufen. Ja, du kannst dich bei ihnen darüber beschweren, dass wir dich aufhalten, aber zuerst Zelt. Okay, okay, ja, es ist das Zelt von Sierra Designs, dass das nach schimmeligem Nylon riecht. Mist, ich meine Schrott. Pass auf, was du sagst. Okay, was ist mit Stangen, Heringen, Regenfliegen und Bettzeug? Ja, ja, es ist alles da, das ganze Zeug. Und so haben wir Punkt für Punkt die Campingausrüstung, das Werkzeug, die Ersatzteile und das Notwendige für den Landcruiser überprüft. Cyril und Roshi taten wahrscheinlich dasselbe mit der Küchenausrüstung, der medizinischen Ausrüstung, der Kleidung und den Vorräten. Ich selbst überprüfte die Karten und die Elektronik. Annie war genauso akribisch wie ich, und zweifellos machten ihre eigenen Kinder, Suzanne und Carrie, den gleichen Prozess durch. Nur, dass Daddy T.I. keine große Hilfe sein würde. Sicher, er tut so, als würde er alle Funktionen seines neuen Geländewagens ausprobieren, aber er vermeidet jede echte Arbeit oder Sorge. Lass es jemand anderen machen. Wir sind einfach, sagte Annie. Die Kinder würden wieder bei Chirüls Eltern wohnen und alle Haustiere mitnehmen. Keine Hunde, Katzen, Frettchen oder Leguane auf dieser Reise. Jedes Paar brachte Zelte und Bettzeug, Klapptische und Stühle, Lebensmittel, ausreichend Wasser und zusätzliches Benzin mit. Verschiedene Werkzeuge und tragbare Okavunk-Geräte als Ersatz für Mobiltelefone, da die Verbindung und das GPS in den steilen, engen Canyons nur sporadisch funktionieren würden. Die Funkzeit ist kostenlos, die Gesprächszeit mit dem Handy dagegen nicht. Nicht verderbliche Gegenstände wurden aufgelistet und nach Abschluss der Kontrollpunkte verladen. Sorgfältige Organisation, eine Art Ingenieurskunst, macht das Abenteuer überlebensfähig. Achten Sie auf die Realität. Ach, die Wirklichkeit. Was ist Realität? Die Realität ist eine Krücke, die Definition eines alten Hippies, der die Realität braucht. Wenn man eine gute Fantasie hat, ist die Realität eine Kupplung. Ein Freund hat einen alten Lieferwagen mit einem unzuverlässigen Getriebe und auf seinem Armaturenbrett prangt diese Botschaft: Die Realität ist das, was übrig bleibt, wenn man aufhört, daran zu glauben. Das sollte offensichtlich sein. Verschwindet die Schwerkraft, wenn man nicht an sie glaubt? Die Realität ist das, was dich in den Hintern beißt, wenn es dich betrifft? Dann ist es real. Warum sollte man sich sonst Gedanken darüber machen? Ich wähle bei der Planung von Offroad-Touren immer die Definition von in den Hintern beißen, genauso wie bei der Entwicklung von Turbos und Auspuffanlagen. Verletzung und Tod beißen definitiv in den Hintern. Das Kontrollieren und Packen ging langsam und problemlos über mehrere Tage und Abende. Wir waren beladen, vollgetankt und bereit für Donnerstagabend. Wir einigten uns alle auf einen verkürzten Arbeitstag am Freitag, damit wir früh anfangen konnten.
Wir schauten in unsere Büros, blätterten in den Unterlagen, aßen schnell zum Mittag und fuhren los. Für Cyril und Teride war es sehr einfach, da sie nur Befehle erteilen mussten. Annie und ich waren Stars bei Lunardine, also hatten wir auch keine Probleme. Wir öffneten problemlos die Tür zum Sommer. Unsere kleine Karawane machte sich kurz nach Mittag auf den Weg, nach den üblichen häuslichen Streitereien. Teide und Cyril verdienen beide Haustiertattoos auf ihrer Stirn, echte Bs definitiv. Es war noch früh genug am Nachmittag, dass wir uns nicht durch hunderte von Kilometern Verkehr kämpfen mussten. Wir schafften es locker bis an den Stadtrand von San Bernardino und Redlands, wo es nur ein paar Autofahrer gab, die man anschreien musste, und ein paar Lastwagen, die uns umbringen wollten. Cyril tippte auf ihrem kleinen Sony Vaio Laptop, während wir fuhren, und plauderte über das Leben, die Kinder und ihre Einschulung, unsere Freunde und so weiter. Ein bisschen reden, ein bisschen tippen. Das ist das Little Mac-Projekt, sagte sie. So nennen wir es. Wir haben einen Vertrag mit dem California Macadamia Council abgeschlossen, um einen Marketingplan zu entwickeln, der die Macadamia zur beliebtesten Nuss der Welt machen soll. Erdnüsse sind rückläufig, aber Mandeln sind im Kommen, ebenso wie Pistazien. Das ist der Wettbewerb. Sie müssen verrückt sein, wenn Sie diesen Schock haben wollen. Scherzte ich. Sie schenkte mir ein nicht witziges Grinsen. Okay, okay, Sie haben das schon mal gehört. Macadamia, im Ernst. Wachsen die überhaupt in Kalifornien? Ja, sie wachsen schon, aber nicht sehr viel. Die meisten kommen aus Australien, dann aus Hawaii, dann aus Mittelamerika und von anderen Orten. Der Rat ist der Meinung, dass eine steigende Nachfrage nach Macadamia-Nüssen von überall her den einheimischen Bauern helfen wird. Das ist unsere Aufgabe. Ich versuche nur, Ideen zu entwickeln. Sie tippte erneut auf die Tasten. Nun, sie sind natürlich köstlich, aber es gibt auch viele andere Dinge, die sich nicht so gut verkaufen. Ich ruckte leicht am Lenkrad, um dem langsamen Pickup auszuweichen. Es sind nicht nur Cocktailnüsse und Snacks. Sie stellen Macadamia-Mehl her. Sie müssen unbedingt die Honig-Macadamia-Pfannkuchen probieren. Macadamia-Milch, Macadamia-Ul, Macadamia-Käse. Dieser hier ist nicht so gut. Macadamia-Bobos, ja, alles Mögliche. Aber das ist in der Öffentlichkeit noch nicht so bekannt. Ja, das ist unsere Aufgabe, Aufmerksamkeit und Bewusstsein zu wecken. Sie entwickeln also eine Werbestrategie. Das ist kein normaler Trick, nein, keine traditionelle Werbung. Der Macadamia-Rat wollte ein paar nette Slogans wie Mac Snack Attack oder Ich bin verrückt nach Mac. Wirklich dumme Sachen auf Fernsehern und Plakatwänden. Das ist das 20. Jahrhundert. Nein, wir werden eine virale Kampagne im Internet machen. Wir werden freundliche, entspannte Blogs erstellen, vorsichtig Newsgruppen, Foren und Chats infiltrieren, aber keinen Spam, keinen Müll. Hier geht es um Huhn. Es soll sich spontan und organisch anfühlen, mit Rezeptclubs und Ideensitzungen, alles sehr unaufdringlich und es wird nur eine Online-Kampagne sein. Hat das schon mal jemand versucht? Einige haben es versucht. Wir beobachten, wie andere dies versuchen. Das Schöne daran ist, dass es sehr, sehr billig ist. Keine teuren Medienkosten, keine Massenansprache. Es geht vielmehr darum, eine Atmosphäre zu schaffen, ein Umfeld aufzubauen, in dem Macadamia eine Selbstverständlichkeit ist, ein Grundprodukt auf jeder Einkaufsliste. Und wie kann man eine Atmosphäre schaffen? Ich schaute auf den dichten Smog, der uns umgab, und stellte mir den nussigen Dampf vor. Es gibt Millionen von möglichen Ansätzen, und wir können fast alle kostenlos ausprobieren. Jede Taktik wird getestet, man ändert ein paar Worte und Bilder und misst die Reaktion. Was funktioniert, lässt man stehen, was nicht, wirft man weg. Unsere Software generiert automatisch Beiträge, die sich personalisiert anfühlen. Das KI-Programm liest die Antworten und korrigiert die Antworten oder fordert menschliche Hilfe an. Das sind wirklich die einzigen Kosten, die wir im Ausland übernehmen. Oh hey! Und sie tippte wieder auf die Tasten. Wir waren von hohen Bergen umgeben, als wir unterbrochen wurden. Chiru holte das Uka-Wunk-Gerät vom Armaturenbrett. Sag es noch einmal, Annie. Ich habe es nicht verstanden. Ich sagte, wir könnten eine Pause gebrauchen. Lass uns bei den Dinosauriern in Cabazon anhalten. Ich heb's. Wir nehmen die Ausfahrt Cabazon und treffen uns unter dem Brontosaurus. Nun ja, eigentlich war es ein 150 Fuß langer Apatosaurus aus Bitto. So etwas wie einen Brontosaurus gibt es nicht, aber so wurde er genannt, als er gebaut wurde. Ich fuhr unseren sandfarbenen beigen Land Cruiser zum Rastplatz. T.
Majestäts roter Sequoia hielt direkt hinter uns an. Die Frauen stürzten sich auf die Toilette. Die Idee und ich streckten uns aus und sahen uns die Dinosaurier an. Big Dinny und der große T-Exkabation ist fast ein Dorf in einer tiefen Kluft zwischen den hohen Bergketten San Bernardino im Norden und San Jacinto im Süden. Jahrzehntelang dominierten die Dinosaurier den Straßenrand, bis die Morongo-Band OF Mission Indians in der Nähe ein mehrstöckiges Casino-Resort errichtete. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal mit Annie hier angehalten habe, sagte T.I.D., nahm einen Schluck aus der Getränkedose und winkte Dinny zu. Das war vor unserer Hochzeit. Ich nahm sie mit zu einer Immobilienkonferenz in Palm Springs. Wir kamen von Los Angeles hierher und sie brauchte eine Pause, genau wie heute. Jedenfalls beendete sie das Gespräch und wir gingen die Treppe hinauf zum Geschenkeladen in Dinnys Bauch. Es war niemand da. T.I.D. gestikulierte wieder auf das riesige Biest. Annie war heiß, sehr heiß. Wir streichelten uns gegenseitig, während ich fuhr, also zog sie einfach ihr Höschen aus und ich hatte Sex mit ihr, direkt im Inneren des Dinosauriers. Er lachte. Jetzt gibt es hier ein Kreationistenmuseum. Diese Typen sind wirklich dumm, aber das passt zu mir, weil sie den Vertragsbedingungen nicht allzu kritisch gegenüberstehen. Verdammt, wie ich es liebe, an solche fanatischen, fundamentalistischen Ketonaren zu verkaufen. Die glauben alles, selbst wenn er recht hat und lustig ist. T.I.D. kann nervig sein. Annie kam aus der Toilette und sah leicht verärgert, aber nicht völlig wütend aus. Cyril erschien einen Moment später und ging langsamer. Ich vermutete, dass ihr Streit drinnen nicht allzu unangenehm war. Warum habe ich angenommen, dass sie sich gestritten haben? Weil sie es oft taten. Zwei Alpha-Weibchen, keine Unterwerfung. Wir kehrten zu unseren Autos zurück. Ich übernahm wieder die Führung. Cyril begann zu sprechen. Ich hob meine Hand. Ich will es nicht hören. Hör einfach auf, Annie anzugreifen. Cyril öffnete ihren Mund. Ich winkte erneut mit der Hand. Nein, einfach nein. Sie kehrte feierlich zu ihrem Laptop zurück. Die Sonne stand hoch und schien kräftig, als wir den Vitivata-Pass überquerten, eine 2-Meilen-Lücke im Küstengebirge und an Palm Springs vorbei in die unter dem Meeresspiegel liegende Colorado-Wüste hinabstiegen. Kontrollpunkte: Desert Hot Springs, Palm Desert, Indio, um an der Tankstelle anzuhalten und Dattelmilchshakes zu kaufen. Dann wieder über dem Meeresspiegel und über den Chiriaco Pass ins Chale Valley, südlich bis zur Abzweigung der Mineroute vor Desert Center. Hier sind wir nun. Wir hielten an einer Schotterkreuzung durch einen Wash. Alle gingen hinaus, um sich aufzuwärmen, etwas Sommerstaub einzuatmen und die Situation zu begreifen. Ich winkte T.I.D. zu. Die Karte auf der Motorhaube meines Landcruiser ausgebreitet, kam er mit einer theatralischen, aber völlig unnötigen Prahlerei auf mich zu. Wo ist der Weg, T.E.D.? Ich schloss meine Augen und sah mich um. Die Sonne stand hinter uns. Nativo gestikulierte ich in Richtung Südosten und grinste. T.E.D. wusste entweder nicht oder es war ihm egal, dass Nativo auf Spanisch Neif bedeutet. Ich zeigte auf die Karte. Wir nehmen den Red Cloud Mine Trail und gehen in die Chale Mountains. Der Weg hinter der Mine ist schwierig, aber begehbar, und ich kenne einen guten Platz zum Zelten. Natürlich haben wir noch 3 oder 4 Stunden Tageslicht, aber je eher wir uns heute Abend einrichten, desto eher können wir morgen früh losgehen. Großartig! Ja, wir werden eine richtige Party feiern, antwortete Annie auf die Aussage ihres Mannes mit einem leichten Augenrollen. Wir eingefleischten Ingenieure rauchten natürlich ein wenig, um uns zu entspannen, aber unsere Partner in der Führungsetage rauchten ein wenig mehr, um sich aufzuregen. Ich dachte mir, ich hoffe, T.I.D. ist morgens nicht zu begeistert, wenn wir auf schwierigen Strecken fahren. Wir stiegen wieder in die Autos und fuhren in die Wüstenberge. Ich ließ uns an dünnen, stacheligen Schollerkakteen, stacheligen, springenden Schollerkakteen und majestätischen Feigenkakteen vorbeifahren, die grüne Kreosot- und Yucca-Büsche ausbreiteten, einen steilen Pfad durch enge, tiefe Schluchten hinauf zu einer weiten, flachen Fläche, wo Cyril und ich zuvor angehalten hatten. Ich parkte an einer vertrauten Stelle neben der Feuerstelle. T.I.D. folgte mir. Ich wählte diesen Platz nach der Maklerregel. Lage, Lage, Lage. Offen, aber privat. Niemand kann sich an uns heranschleichen. Ja, es machte einen Unterschied für die Privatsphäre. Aber vor allem war es in direkter Sichtlinie zum Mobilfunkmast am Chiriaco Pass. Wir riefen zu Hause an, um zu sagen, dass wir sicher angekommen waren. Das ist es. Es geht los, schrie Cyril, als sie aus dem Landcruiser sprang.
Wir sind wieder in der Natur, also lasst uns alle Naturisten sein. Ich muss die Luft spüren. Sie zog ihre lockeren Shorts und Höschen über ihre Wanderschuhe und warf ihr Bikini-Oberteil ab. Verdammt, das ist so toll. Sie sah auch toll aus. Ich zog mein T-Shirt und meine Shorts aus, sodass nur noch meine Bergschuhe übrig blieben. Teide folgte mir schnell. Annie zuckte leicht zusammen, entledigte sich aber auch ihrer Kleidung. Ihre blasse, sommersprossige, keltische Haut konnte nicht viel direkte Sonne vertragen, aber dieses späte Abendlicht war sanft. Ich habe mir unsere sexy Damen auch schon oft genug angesehen. Wir bauten schnell zu öffnende Zelte auf, stellten Tische und Stühle auf, richteten eine Miniküche ein und klatschten uns im Vorbeigehen auf die nackten Hintern. Das Camp war fertig. Cheryl drehte eine energiegeladene Salsa-Musik auf ihrer Boombox auf und begann zu tanzen. Ihre großen, gebräunten Brüste hüpften köstlich. Ich machte bei ihrem Tanz mit. Tilly stellte eine Kiste mit Weinkühlern und Bier unter den Tisch. Annie verteilte die Getränke an alle und tanzte um Tilly herum. Ihr langes, glattes Haar floss wie Kirschwasser. Die Sonne versank hinter den hohen westlichen Bergen, während wir Nudisten herumtollten und heulten. Der kühle Wind in den schattigen Bereichen zwang uns alle, leichte, langärmelige Hemden zu tragen. Das Abendessen war gut, mit Putzwitzen und Singen, ins Feuer starren, in unsere Zelte kriechen für lauten Sex und noch lauteres Schnarchen. Es war eine gute Nacht. Der kühle Wüstenmorgenwind war dem Nacktspiel nicht förderlich. Wir kamen alle in Trainingsanzügen und mit zerknittertem Lächeln aus den Zelten. Annie zündete den Coleman-Gaskocher an, um Wasser für einen mexikanischen Mokka zu kochen, Instant-Kaffee plus Kakao plus Tequila. Teide machte uns ein paar herzhafte Burritos. Frühstück der Champions, sagte ich. Wir wärmten uns am Morgenfeuer und nachdem Teide und Cheryl über das Geschäftliche geplaudert hatten, unterhielten wir uns weiter über den bevorstehenden Tag. Cheryls Klappstuhl stand direkt neben meinem. Das war ein tolles Rennen gestern Abend und heute Morgen, Derek. Wo fahren wir heute hin? Ich lachte. Die meisten Rennen fährst du, Baby. Ich bin nur dein kleines Pony. Und heute reiten wir in den Sonnenuntergang oder so. Annie legte ihre Hand auf Teds Oberschenkel. Hallo, Silva, flüsterte sie. Sei kein einsamer Fremder. Teide lachte und drückte die Brust seiner Frau. Oh, ich liebe es einfach, in eine dunkle Schlucht hinabzusteigen, sagte er. Sogar mit Hinterhalten. Nun, Jungs, wenn ihr sicher aus der Liebesmine heraus seid, werden wir eine andere Art von rauem Ritt versuchen. Seht ihr? Ich schwenkte den Kompass in der Luft. Wo wir hingehen, gibt es im Grunde genommen keinen Handyempfang und kein GPS. Sobald wir das Lager verlassen, werden die Telefone abgeschaltet und jede Wand über 45 Grad blockiert Satelliten und GPS. Also lassen wir unsere VHF-Funkgeräte eingeschaltet. Wir können obszöne Signale hin und her schicken, solange wir nicht zu sehr abgetrennt sind. Annie lachte. Du kannst schmutzig über das XJ9-Projekt reden, das dich erregt, Cheryl. Sie gab mir einen Klaps auf die Hand. Versuchen Sie das, und Sie werden mehr über Macadamia-Nüsse erfahren, als Sie je wissen wollten. Ich glaube, die machen Null für Intimlotionen. Scherze, Geplänkel und Gekicher ertönten, als wir unser Lager auflösten. Unsere Ausrüstung wurde gefaltet und fest verpackt, um den rauen Straßenstand zu halten. Der Müll wurde verbrannt, die Kohlen des Feuers wurden sorgfältig mit Urin gefüllt. Die einzigen Spuren, die wir hinterließen, waren kalte Asche und aufgewirbelter Staub. Wir sind verantwortungsvolle Touristen. Dieser Tag hat Spaß gemacht. Wir fuhren durch kaputte, trockene Flussbetten und über schwierige, felsige Wege zu alten Minen und Stollen. Wir mussten unsere Geländewagen anketten, um über einige steile, schlammige Stellen und Abgründe zu kommen. Wir wurden schmutzig, aber wir machten uns an diesem heißen Tag keine Sorgen um unsere Kleidung. Sondern trugen nur feste Schuhe und Handtücher, die wir an die Autositze gebunden hatten, um Schweiß und Flüssigkeiten aufzusaugen. Wir wanderten bei jedem Halt in der prallen Sonne herum und irgendwie vermieden wir es, in das Kakteendickicht zu fallen. Am Abend waren wir alle verschwitzt, schmutzig und erschöpft, als wir uns in unserem neuen Lager niederließen. Die Dusche, die wir im Camp installiert hatten, war sehr nützlich, ebenso wie das Tequila Sunrise Desert und der harte, laute Sex nach dem Abendessen. Aber ich greife mir selbst vor. Unser neuer Campingplatz lag in direkter Sichtlinie zu einem Mobilfunkmast, also riefen wir zu Hause an, um uns nach dem Befinden von Cheryls Eltern zu erkundigen. Sie bewältigten die kleinen Krisen der Kinder mit ihrer üblichen Souveränität,
und niemand bemerkte uns wirklich. Cheryl und Tege schlossen ihre Mini-Laptops an USB-Mobilfunkadapter an und kontaktierten ihre Büroserver, um E-Mails und Notizen zu übertragen. Alles war ruhig, nun ja, alles war ruhig, bis auf die Wettervorhersage. Wir erhielten eine Warnung vor einem Sturm, der aus dem Südostmonsun aufsteigt, einen Monat zu früh. Normalerweise kommen die Regenfälle vom Golf von Mexiko Anfang Juli. In Tocon ist es Tradition, dass es am 4. Juli trocken und am 5. Juli nass ist, aber nicht in diesem Jahr. Es sieht so aus, als hätten die Leute, die über den Klimawandel reden, recht gehabt. Die Vorhersage war, dass der Sturm uns erst am späten Memorial Day erreichen würde, nachdem wir zurückgefahren waren, also kein Problem, oder? Die Probleme konnten bis morgen warten. Oh, das ist das Problem. In der Ferne heulten Kojoten. Am Himmel blitzten seltsame Lichter auf, und in der Ferne waren Dröhnen und Explosionen zu hören. Das war nicht verwunderlich, denn wir kampierten nördlich eines Schießplatzes in den Chocolate Mountains, wo das Militär Bombenangriffe auf alles übte, was sie in die Finger bekamen. Die Stroboskope blitzten, Kojoten heulten wieder, Sommerkäfer flogen und krabbelten, Navy- und Marinepiloten flogen über uns hinweg. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber ich finde diese Art von Blitzen und Rumpeln aufregend. Auch Cheryl schien das Spektakel zu genießen, denn noch mehr Blitze und Gebrüll am Himmel und Heulen und Brüllen in der Ferne führten zu noch mehr Lärm und Gebrüll auf dem Boden. Die Morgendämmerung kam früher als gestern. Unser Lager lag am Osthang der Chala Mountains und konnte den Schimmer der aufgehenden Sonne über der Sonoranwüste sehen, die sich mehr als 100 Kilometer bis zum unsichtbaren Colorado River, dem Westufer Arizonas, erstreckt. Die leisen Rufe von Wüstendrosseln, Nachtschwalben und Tauben hallten um uns herum. Wir kleideten uns leicht in Shorts und T-Shirts für ein weiteres Breakfast OAC Champions. Wir bauten unser Lager ab und fuhren den Berg hinauf über den Sattel, zurück auf den Westhang, in ein enges Netz tiefer felsiger Einschnitte unter den unheimlichen Joshua-Bäumen und den massiven Ironwood-Bäumen, direkt unter der Zone der Kiefern und Wacholder, hinunter in ein steiles, sandiges Flussbett. Ich schätzte die Kurve falsch ein. Wir rutschten und prallten gegen einen harten Granitblock aus Quarzmonzonit. Ich drückte auf das Gaspedal, aber der Motor reagierte nicht und das Auto bewegte sich nicht. Ups. In diesem Moment war der Sequoia von TID und Annie vor uns. Ich hupte, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. TID fuhr vorsichtig zurück und wir standen alle auf, um die Situation zu begutachten. Kluger Schachzug, kluger Kerl, brummte TED. Ich musste ihm zustimmen. Lassen Sie mich einen Blick darauf werfen, sagte ich und kletterte unter das Auto. Die Ölwanne sah gut aus, ebenso wie alles andere, bis auf den Antriebswellenkranz. Er war gebrochen. So ein Mist. Ich kroch nach draußen und überbrachte die schlechte Nachricht. Du hast das Werkzeug und die Ersatzteile mitgenommen, stimmt's, Cheryl? Forderte ich. Ja, viele Ersatzteile, ja, sagte TED. Aber es gibt kein Ersatzquerstück. Ich könnte es vielleicht zusammenbauen, wenn wir ein Schweißgerät hätten. Aber das haben wir nicht. Ich war traurig. Was ist mit Lötzinn? Fragte Annie. Du hast doch einen Lötsatz mitgebracht, nicht wahr, TED? Ja, es ist da, sagte TED. Aber wird das gelötete Kreuz halten? Ich habe darüber nachgedacht. Nein, nicht bei wirklich rauem Gebrauch. Es wird wahrscheinlich eine ziemlich ruhige Fahrt verkraften, solange es nicht zu stark belastet wird, keine plötzlichen Starts oder Stops, nur gleichmäßiger Druck. Aber Sie müssen uns vielleicht zur E10 zurückschleppen oder zumindest zur letzten Abfahrt, wenn wir dort ankommen. Es sind nur ein paar Meilen bis zum Desert Center. Dort kann ich einen Ersatz für das Kreuz finden. Du holst besser den Lötkolben raus, TED. Wir wollen doch nicht den ganzen Tag hier festsitzen, befahl Cheryl. Ja, Eure Hoheit, jetzt Eure Majestät, murmelte TED, während er im Kofferraum des Sequoia herumwühlte. Ich murmelte mein eigenes, während ich die hydraulischen Wagenheber und den Werkzeugkasten aus ihren Verstecken holte. Wir hoben den beschädigten Land Cruiser auf den Wagenhebern an. Ich schlüpfte darunter und Annie reichte mir die Instrumente, so wie eine Krankenschwester chirurgische Klemmen und Skalpelle reicht. Das Entfernen des kaputten Teils war einfacher, als ich erwartet hatte, denn es wehte ein starker, kühler Wind aus Südosten. Der Wind war sehr erfrischend, sogar feucht und nass. Ops, ich stieg aus und Annie half mir auf. TED und Cheryl standen in einiger Entfernung und unterhielten sich leise.
Ich schaute hinauf zu der zunehmenden Bewölkung am Himmel. Annies Augen folgten meinen. Ich hörte, wie sie schluckte. Sieht es so aus?", fragte Annie. "Ja", sagte sie und kam zu demselben Schluss wie ich. "Der Monsun weht zu früh, nicht wahr?" Ein Regentropfen traf mich auf der Stirn. Der andere fiel auf ihre Brille. Sie wischte sich automatisch die Feuchtigkeit weg. Noch mehr Regen durchnässte die T-Shirts der Mädchen, die keine BHs darunter trugen. Ich denke, ich mache mich besser an die Arbeit, die Teile zu reinigen und zu löten. Es dauerte nicht lange. Das angeschlossene Teil zischte kühlend unter den gelegentlichen Regentropfen. Ich deckte es mit einem Stück Kaktus ab, um es vor dem zunehmenden Regen zu schützen. "Hey Leute", rief ich D.I.D. und Cheryl zu. "Die Konferenzzeit ist vorbei. Wir müssen sofort aus diesem Flussbett raus." Sie sahen mich fragend an. Ich nickte zu den Wolken über den Gipfeln, die auf uns zukamen. "Dies ist die Zeit und der Ort für Sturzfluten, T.E.D. Nimm die Ketten. Lasst uns nachsehen." Ich sah mich um und deutete dann auf einen 100 Meter entfernten Hügel. "Da oben sind wir sicher, aber wir müssen weiter." Es war ein bisschen schwierig, aber wir ketteten die Autos aneinander und befestigten das Kabel von der vorderen Winde des Sequoia an einem dicken alten Ironwood-Baum auf halber Höhe des Hans. Der Allradantrieb und die Winde reichten aus, um den Landcruiser aus dem Flussbett und fast bis zum Ankerbaum zu ziehen, und zwar gerade noch rechtzeitig. Wir hörten ein Rumpeln, fast wie eines der gestrigen Flugzeuge, nur viel näher und lauter. Der Boden bebte, die Felsböschungen rumpelten, und dann brach die Hölle über uns herein. Ein brodelnder, tosender Bach, Wellen aus schlammigem Wasser trugen Felsbrocken, entwurzelte Büsche, Baumtrümmer, die Körper von Fasskakteen und sogar eine Antilope mit sich. Vor 90 Sekunden wären auch wir von diesen Strudeln mitgerissen worden. Ich betrachtete Cheryl auf dem Beifahrersitz. Ihre natürliche Bräune hatte sich fast albino-pink verfärbt. "Oh Mist", flüsterte sie. "Das war ziemlich knapp, oder?" Sie zitterte. Ich streckte ihr meine Hand entgegen. "Zu knapp, aber jetzt sind wir in Sicherheit, zumindest vor den Fluten. Wir werden hier rauskommen, keine Sorge." Ich streichelte sanft über ihren nackten Oberschenkel. Um mich selbst machte ich mir eigentlich keine besonderen Sorgen. Das Radio knisterte. Ich drückte den Knopf. "Wie läuft's, Kumpel?" In Teds Stimme lag ein scherzhafter Ton, aber sie war leicht angespannt. "Jetzt ist alles in Ordnung und ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, aber wir sollten noch höher hinauf in das flache Gebiet, damit ich wieder unter das Auto komme und alles wieder zusammensetzen kann. Dort oben gibt es eine große Kiefer, an der wir uns verankern können." Einige Minuten später wurden wir herausgezogen und an einen stabilen Ort gebracht. Gewitterwolken zogen an den Gipfeln vorbei, Wind und Regen hörten auf und die Wolken verzogen sich, sodass das Sonnenlicht durch sie hindurchfiel. Wir standen zusammen in dieser plötzlichen Stille. "Verdammt, das war aufregend", sagte Annie. "Und was jetzt?" "Wir werden mindestens eine Stunde lang irgendwo hingehen", sagte ich. "Das ist genug Zeit, um sicherzustellen, dass wir nicht wieder weggespült werden und dass der Sand trocknet und hart genug zum Fahren wird. Cheryl und ich haben darüber nachgedacht, bevor wir hierher kamen. Die Idee hat gesagt, dass dein gelötetes Kreuz vielleicht halten wird, vielleicht aber auch nicht. Da dieser Wasserweg direkt zum Red Cloud Mine Trail führt, dachten wir, wir könnten zum Ersatzteilladen in die Sears Enter gehen und ein neues kaufen. Die kosten doch nur ein paar Dollar, oder? Und wenn wir es tun, dann besser heute. Morgen ist ein Feiertag und die meisten Läden werden geschlossen sein." Ich dachte darüber nach. "Ja, das klingt vernünftig, aber vielleicht solltest du Annie mitnehmen." "Warum muss Cheryl mit dir kommen?" "Weil es meine Idee war und außerdem bin ich noch nicht mit dem Sequoia gefahren." Meine Frau klang entschlossen. Annie sah Cheryl an, dann mich. "Ach, lass sie doch gehen", dachte sie, vielleicht genervt davon, ihren banalen Gesprächen über Geschäfte und Unterhaltung zuhören zu müssen. Ich zögerte, wurde aber überstimmt. "Okay, ich suche die Teilennummer heraus, nehme ein Originalteil, kein chinesisches, und lasse das Radio an, nur für den Fall." Wir bauten eine Plane auf der Ladefläche des Landcruisers auf, klappten einen Tisch und Stühle aus und machten es uns bequem, während wir warteten. Ich ging hinunter zum Flussbett und trat auf den verdichteten Sand, um ihn zu testen. Er schien ziemlich dicht zu sein. Das Wasser hatte vor einer Stunde aufgehört zu fließen. Ich stand wieder auf und Annie und ich umarmten und küssten unsere Begleiter, bevor sie gingen. "Du weißt, worum es geht, oder?" Annie drehte sich zu mir um. "Nein, sag es mir." Ich habe gezögert.
Nun, sie wollen Zeit miteinander verbringen, um Sex zu haben. Wahrscheinlich habe ich den klassischen Was-Gesichtsausdruck gemacht, bei dem mir der Mund offen steht. Uns betrügen meine Cherül, dein TID. Ich schüttelte den Kopf. Darum geht es doch an diesem Wochenende. Sie haben es geplant, natürlich nicht als Schaden, aber sie wussten, dass sie eine Ausrede finden würden, um zusammen wegzugehen, um allein zu sein. Annie sah traurig aus. Damn, wie kommst du darauf, dass sie etwas planen? TID ist ein wenig nachlässig im Umgang mit E-Mails, Passwörtern und Computersicherheit im Allgemeinen. Er schickt E-Mails in den Lash-Ordner und leert den Papierkorb, der fragmentiert sogar die Festplatte, aber säubert sie nicht, sodass sie leicht wiederhergestellt werden können. Annie war nicht nur eine hervorragende Schaltungstechnikerin, sondern auch ein DOS-, Windows- und Unix-Guru. Sie kannte sich mit dieser Materie aus und wusste über Sicherheit und Verschlüsselung Bescheid. Einige der kleinen Dinge, die er tat und sagte, machten sie misstrauisch. Seinen Laptop zu hacken war ein Kinderspiel. Ich bin mir sicher, dass es auf Cherüls Laptop Spuren gibt. Willst du mein Inneres sehen? Fragte ich. Mein Magen begann sich zu drehen, nicht vor Hunger, sondern bei dem Gedanken, den Beweis für die Untreue der Frau zu sehen, die ich mein ganzes Leben lang geliebt habe. Möchte ich wissen, dass ich betrogen worden bin? Eigentlich nicht, aber ich denke, es ist besser, nachzusehen. Mal sehen, ob sie es im Auto gelassen hat. Cherül hat ihre Tasche mitgenommen, aber nicht ihren Laptop. Ich schaltete ihn ein und Annie übernahm und spielte auf der Tastatur wie ein Maestro. Wie lautet ihr übliches Passwort? Sie scheint meistens ihr Geburtsdatum zu benutzen, den 20. Oktober 1965. Okay, schauen wir mal. Oh ja, hier ist ihre E-Mail. Nichts Seltsames. Lass mich ihre E-Mails der letzten Wochen wiederherstellen. Tipp, 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 Tipp. Ja, es gibt einen Haufen E-Mails von und an TID, aber sie sind mit einem anderen Passwort verschlüsselt. Annie probierte verschiedene Methoden zum Knacken von Passwörtern aus. Warte, ich habe eine Idee. Sie drückte erneut auf die Tasten und rief leise aus. Ich habe es gefunden. Rate mal, was sie benutzt hat. Tids Geburtsdatum. Sie blätterte durch die entschlüsselten Nachrichten auf dem Bildschirm. Es war alles da im Licht der leuchtenden Symbole des LCD-Bildschirms. Verschwörungen, Pläne, Liebesbriefe. Sie verführten sich gegenseitig und hatten mindestens seit ein paar Wochen Sex. Es gab auch Hinweise auf ein Projekt, das zu einigen rechtlichen Problemen führen könnte. Aber keine der E-Mails enthielt Einzelheiten zu diesem Projekt. Was ist das für ein Projekt? Murmelte Annie leise, fast unter ihrem Atem. Lassen Sie mich im Ordner eigene Dateien nachsehen. Tipp, 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 tipp. Nein, da ist nichts. Nicht Offensichtliches. Wo könnte das sonst sein? Sie fuhr mit dem Finger über das Explorer-Fenster. Oh ja, ein Flash-Laufwerk. Ich frage mich, was da drauf ist. Ein paar weitere Tasten und noch eine. Aha, wieder Tates Passwort. Ja, und dann. Oh, ich rückte näher an Annie heran. Unsere Köpfe stießen fast zusammen. Wir lasen es gemeinsam. Tates Kunden und Cherüls Kunden, Betrugspläne, Pläne, ihre Konten zu leeren und Geld auf Offshore-Banken zu transferieren, Pläne, ihre Familien einfach im Stich zu lassen. Annie schüttelte den Kopf. Ich wusste, dass TID irgendeinen Plan hatte. Aber so etwas hätte ich nie erwartet. Ich habe so etwas noch nie auf seinem Laptop gefunden. Ich bin sicher, dass sie beide ihre sensiblen Daten auf Flash-Laufwerken aufbewahren. Nichts auf ihren Servern oder Festplatten. Wenn Cherül den USB-Stick herausgenommen hätte, hätten wir es nie erfahren. Sie sah mich an. Solange sie ihre Computer offline hielten, wenn die Flash-Laufwerke eingesteckt und wieder entfernt wurden, hätte kein noch so großer Suchaufwand dies jemals entdeckt. Die höchste Sicherheit bei der Datenübertragung ist, wenn man jemandem einfach einen Stick in die Hand drückt. Mich überkam eine gewisse Paranoia. Glaubst du, sie werden versuchen, uns eine Falle zu stellen? Meinst du nicht auch? Fragte ich. Ja, sagte Annie, ihre Stimme war kaum höher als ein Flüstern. Sie kehrte an die Tastatur zurück. Ich werde in den späteren Akten nachsehen. Ja, hier sind sie. Tipp, 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 tipp. Verdammt, das ist eine Einrichtung. Sie zeigte auf den Bildschirm. Sie werden das ganze gestohlene Geld über unsere persönlichen Konten leiten und dann ihr Verschwinden archivieren, aber mit Spuren, die darauf hindeuten, dass wir den Betrug inszeniert und unsere unschuldigen Ehepartner losgeworden sind, als der Verdacht aufkam, dass sie nach Rio gehen. Wir werden ins Gefängnis gehen. Schön. Ein Wirbelsturm von Gedanken raste durch meinen Kopf. Das ist keine Raketenwissenschaft.
Das war schlimmer. Wollen Sie wissen, was ich in diesem Moment dachte und fühlte? Eine Mischung aus ungeformten Explosionen in meinem Kopf, ein Wirbelsturm von Emotionen, die in mir herumwirbelten, und ein lautes "Das darf nicht wahr sein" hallten durch die leeren Korridore meiner Hoffnungen, ein Grummeln im Magen bis hin zu Übelkeit, Verwirrung und Schmerz. Ich sah Annie an. Wie Sie schon sagten, was jetzt? Nun, ich denke, unsere glücklichen Ehen sind vorbei, kaputt. Was können wir tun? Die Polizei einschalten? Wenn TID und Cyrille verhaftet werden, werden sie unser ganzes Geld für Anwälte ausgeben. Wir werden mittellos sein, und unsere Kinder. Zum Teufel, ich weiß es nicht einmal. Sie sah so traurig aus, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ich berührte ihr Kinn. Wir sind Ingenieure. Wir sollten das Problem und die möglichen Wege strukturieren, nicht wahr? Sie nickte. Nun, fuhr ich fort. Es ist also davon auszugehen, dass unsere Ehegatten für uns verloren sind. Sie haben vor, uns in großem Stil zu verkuppeln. Egal, was wir tun, die Scheidung ist unausweichlich. Was können wir noch tun? Wir können sie bei der Polizei anzeigen. Und wie du gesagt hast, werden sie uns ruinieren. Wir können ihnen sagen, dass wir wissen, was sie vorhaben, und sie einfach rausschmeißen. Und dann können sie sich um das Sorgerecht für die Kinder und die Aufteilung des Eigentums und all das streiten und uns trotzdem in den Ruin treiben. Können wir versuchen, ihr Geschäft zu schließen und sie aus dem Geschäft zu drängen? Können wir das? Ich ließ den Gedanken unausgesprochen, aber Annie verstand mein Gesicht. Nein, keine Gewalt, keine körperlichen Angriffe. Das ist nicht einmal die letzte Option. Ich seufzte. Ich könnte Chiru sowieso nie körperlich verletzen. Egal, was sie plante oder tat, ich liebte sie zu sehr. Ich sah ähnliche Gefühle in Annies Gesicht aufblitzen, auf ihren Lippen, ihren Wangen und ihren Augen. Ich seufzte erneut, aber das Bild blieb wie ein Film in meinem Kopf. Vom Tod durchnässt warteten Annie und ich am Hahn. Sequoia erhebt sich wieder entlang des Flussbettes. Wir schieben einen Haufen Steine. Das Auto rollt hinunter und zerquetscht unsere betrügerischen Gefährten. Was für eine Tragödie, aber nein, das können wir nicht tun. Ich habe wieder versucht, logisch zu sein. Okay, was sind unsere unmittelbaren Optionen? Sollen wir sie jetzt melden oder warten, bis wir zu Hause sind? Sollen wir versuchen, eine Nachricht zu schicken, vielleicht nach Lunat? Etwas, das uns in Sicherheit bringt, um zu zeigen, dass wir wissen, was los ist? Ich hatte das Gefühl, dass ich nach einem Strohhalm griff. Annie wurde hellhörig. Das ist ein guter Anfang. Können wir einen Mobilfunkmast sehen? Wir können unsere Büros anrufen. Es ist ein Feiertagswochenende, also werden alle Anrufe direkt auf der Mailbox landen. Wir können sagen, dass wir es herausgefunden haben, und wenn uns etwas zustößt, gibt es eine Spur, der wir folgen können. Und wenn es zu Verhaftungen kommt, haben wir alles dokumentiert. Ich habe extra Flash-Laufwerke. Ich werde alles kopieren, und wir werden noch mehr Beweise haben. Tolle Ideen, sagte ich, aber wir müssen immer noch heil hier rauskommen. Also müssen wir uns dumm stellen, wenn sie zurückkommen. Im Moment ist alles in Ordnung. Wir werden uns wie immer benehmen, aber ja, du musst Anrufe im Voraus tätigen. Du fängst an, alle E-Mails und Notizen zu kopieren. Ich werde versuchen, ein gutes Signal zu finden. Ich überprüfte die topografische Karte. Ich kannte unseren Standort grob, und die Karte zeigte eine direkte Verbindung zu einem Mobilfunkmast in einer nahegelegenen Senke, nur ein paar hundert Meter über uns. Ich sehe eine gute Möglichkeit, rief ich Annie zu, während ich den Hang hinauflief. Ich hielt mein Nokia-Handy wie eine Route, die nach Wasser sucht, und versuchte, die Strömung zu erfassen. Kein einziger Balken. Ich stieg höher, kein einziger Balken. Ich erreichte den Sattel. Auch hier nichts. Vielleicht auf der Spitze einer Seite des Sattels, dachte ich. Ich kletterte auf einen Steinhaufen. Der Haufen aus Granitblöcken ragte 25 Fuß über die Oberfläche des Hangs hinaus. Viele der Felsbrocken hatten einen Durchmesser von 10 Fuß und aus einigen der Risse ragten Feigenkakteen heraus. Ich kletterte vorsichtig nach oben und holte das Handy aus der Tasche. Ein Balken! Es gibt ein Signal! Rief ich, dann schrie ich etwas Unverständliches, als ich mich umdrehte. Der Steinhaufen hatte sich verschoben. Das heißt, der riesige Haufen riesiger Steine, auf den ich geklettert war, hatte beschlossen, an eine andere Stelle zu wandern. Das ist unten, und ich bin bei ihr. Es ist ein sehr seltsames Gefühl. Alles um einen herum ist still. Du stehst auf dem Gipfel der Welt, dann verschwindet die Welt, und du fällst, und die Welt fällt mit dir. Nicht kleine Sandkörner der Welt,
sondern riesige Stücke der Welt, die meisten schon viel größer als du und in der Lage, dich in einem Augenblick in Erdbeermus zu verwandeln. Ich tanzte diesen Steinhaufen hinunter, mit Felsbrocken als Tanzpartner. Schmerz, ich erwartete, nichts zu hören, nur das Vergessen, aber das geschah nicht. Als das Geräusch wieder auftauchte, hörte ich ein Krachen um mich herum. Ich hörte nicht, wie mein Knöchel knackte. Ich hörte mich selbst murmeln: "Oh, glaubst du an Wunder?" Bis zu diesem Moment hatte ich nicht wirklich daran geglaubt. Nach diesem Moment war ich lebendig, bei Bewusstsein und unverletzt, lag auf einem rauen, sandigen Hügel und war bis auf einen gefühllosen, gebrochenen Knöchel völlig unversehrt. Ein Wunder. Annie rannte den Hügel hinauf, wo ich lag. "Derek! Oh, Derek!" schluchzte sie. Sie warf sich neben mir auf den Boden. "Derek, bitte sei am Leben. Bitte sei nicht tot. Oh, Derek." Ich blickte vom nächstgelegenen Gipfel zu ihrem tränenverschmierten Gesicht. "Ich bin nicht tot, Annie. Ich bin nicht einmal ernsthaft verletzt, aber mein Knöchel ist gebrochen. Das ist alles." Annie klammerte sich an mich, lag im feuchten Sand, klammerte sich an mich, küsste mein Gesicht und schluchzte. "Oh, verdammt, Derek. Ich habe den Aufprall gehört und aufgeschaut, und du bist zusammen mit diesen riesigen Steinen gefallen. Ich dachte, du wärst definitiv tot. Du bist mein bester Freund, Derek. Ich darf dich nicht verlieren." "Oh, verdammt, Derek." Annie riss sich zusammen und setzte sich hin. Sie stand auf und bürstete den Sand von ihren Jeans-Shorts und dem offenen Hemd, das sie über ihr feuchtes T-Shirt geworfen hatte. Sie trug keinen BH. "Du kannst hier nicht bleiben. Ich bringe dich runter zum Landcruiser. Vielleicht ja, wenn du auf einem Bein stehen kannst, werde ich dich stützen." Wir gingen langsam den Hügel hinunter zum Auto, auf meinem guten Bein hüpfend, mit meinem Arm um Annies Schultern, einen wackeligen Schritt nach dem anderen. Ein paar Mal wären wir fast in das Kaktusfeigendickicht gefallen. Ich setzte mich vorsichtig auf den Klappstuhl. Annie hob meine Beine auf einen anderen Stuhl, sodass meine Beine hochgelegt waren, während ich mich zurücklehnte. Es fühlte sich fast wie ein Urlaub an. "Du kannst auch nicht dort bleiben", sagte sie. "Ich baue das Lager auf und helfe dir ins Zelt. Du musst dich hinlegen, weg von der Sonne und dem Wetter, bis sie zurückkommen." Annie zog mit der Ausrüstung los und hatte mich bald im Zelt untergebracht, geschützt mit den Füßen auf aufblasbaren Polstern, den Kopf am Zelteingang. Sie setzte sich neben mich auf den Boden. "Du hast Glück gehabt, abgesehen davon, dass du nicht zu einem Kuchen zerquetscht wurdest. Ich meine, ich erinnere mich an genug erste Hilfe aus meiner Pfadfinderzeit. Deine Beine sind hochgelagert, du stehst nicht unter Schock, deine Haut ist nicht klebrig, deine Pupillen sind nicht verengt. Nur Schmerzen." Sie kramte in ihrer Medizintasche. "Okay, hier sind die Schmerztabletten. Es ist besser, sie nicht mit Tequila zu trinken." Ich schluckte die Pillen mit Gatorade, aber jetzt konnten wir nur noch warten. Die Idee war Sanitäter bei der Armee. Er würde wissen, was mit mir zu tun war. "Denk dran, wir müssen uns dumm stellen. Sie dürfen keinen Verdacht schöpfen." Wir warteten, plauderten, schmiedeten Pläne und warteten. Die Sonne hatte ihren Zenit überschritten. Es fühlte sich an, als ob der Sommer gekommen wäre. TID und Cyril waren 5 Stunden lang weg. Okay, ich konnte verstehen, dass die Fahrt nach Desert Center und zurück jeweils 1 Stunde dauern würde, aber 3 weitere Stunden? Ich frage mich, welche Ausreden sie sich einfallen lassen werden. Wir hörten gelegentlich ein Knistern im Funkgerät, aber nie ein klares Signal. Annie versuchte, sie auf verschiedenen Kanälen zu kontaktieren, erhielt aber keine Antwort. Die Felsschluchten blockierten auch die Funkwellen. Es schien, als befänden wir uns in einer toten Zone, in der keine elektromagnetische Strahlung durchkommt. Endlich hörten wir das Aufheulen des Motors. Der Sequoia kletterte das Flussbett hinauf, dann den Hang hinauf und parkte neben dem Landcruiser. Als TID und Cyril herauskamen, sahen sie schmutzig und ungepflegt aus. "Hey Leute", sagte ich. "Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Wir mussten Baumstämme und Trümmer von den Wegen ziehen. Die Winde konnten nicht alles bewältigen, also mussten wir hart arbeiten", erklärte TID. "Aha, hier ist es also. Eine Ausrede", sagte ich. "Hey, Derek", sagte meine schöne Frau zu mir. "Warum bist du im Zelt? Geht es dir gut?" "Ich hatte einen kleinen Unfall", sagte ich. "Ich bin von einem Steinhaufen gefallen, verdammt ungeschickt von mir. Ich glaube, mein Knöchel ist gebrochen." Cyril sah schockiert aus. Sie rannte zum Zelt und kniete sich neben mich. "Oh Gott, Derek, geht es dir gut?" fragte sie und hielt meinen Kopf, während sie diese dumme Frage stellte.
Wenn es mir gut ginge, würde ich nicht hier liegen, dachte ich bei mir. Wie ich schon sagte, es war schon mal besser, aber ich denke, es ist immer noch relativ gut. Ich lächelte schwach. TID ging in den Sanitätsmodus über und kniete sich neben mich. Gebrochen, richtig? Lass mich dich untersuchen. Anni, könntest du meinen Erste-Hilfe-Kasten aus dem Kofferraum holen? Ja, so ist es richtig. Nehm, Cyril, Sie müssen seinen Kopf loslassen. Er sah sich meine Pupillen an, tastete meine Haut, meinen Schädel und meinen Hals ab, fühlte meinen Puls und maß meinen Blutdruck. Ihre Vitalwerte sehen gut aus, sagte er. Lassen Sie mich Ihren Knöchel untersuchen. Er kroch in mein Zelt und tastete vorsichtig mein Bein ab. Tut es hier weh? Und dieser Mund? Okay, das tut wirklich weh. Ja, es ist wirklich gebrochen. Ich kann eine schnelle Methode anwenden. Er holte eine Luftpolsterschiene aus seinem Erste-Hilfe-Kasten, wickelte sie um meinen geschwollenen Knöchel und blies sie auf. Nimmst du Schmerzmittel? Ich nickte. Das ist alles, was ich im Moment tun kann. Ich kann Ihnen eine Spritze geben, wenn es zu sehr weh tut. Es sieht nicht lebensbedrohlich aus, aber Sie müssen bald geröntgt werden und ich möchte sichergehen, dass Sie keinen Schock erleiden. Die Frage ist, hat Cyril TID gesagt, was ihr jetzt tun soll? Wirst du versuchen, uns abzuschleppen oder mich einfach zum Arzt bringen, oder was? Ich mischte mich ein. Hören Sie, ich kann nicht laufen, aber ich kann krabbeln und der Rest von mir funktioniert noch. Du kannst mich unter den Land Cruiser schieben und ich kann die neue Spinne anschrauben. Dann, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mich auf dem Rücksitz positionieren, damit ich mich mit angehobenem und fixiertem Bein hinlegen kann. Annie, du bist eine gute Fahrerin, besser als Cyril, auch im Gelände, oder? Cyril nickte. Ich gebe es zu. Ich bin nicht gut darin, auf unebenem Gelände oder im Regen zu fahren. Nun, okay, sagte TID. Annie und ich werden jetzt fahren. Lasst uns den Land Cruiser reparieren und uns bereit machen, loszufahren. Je schneller wir von hier wegkommen, desto besser. Seltene Regentropfen fielen um uns herum. Ja, je eher, desto besser, stimmte TID zu. Drei Leute halfen mir, unter das Auto zu schlüpfen. Schnell setzte ich den Querträger wieder ein. Ich war überrascht, als Cyril TID und Annie sagte, sie sollten ein paar Minuten zu Fuß gehen, und sie kletterte neben mich und umarmte mich auf der Seite, auf der ich keine Verletzung hatte. Oh, Derek, geht es dir wirklich gut, ohne jeden Unsinn? Fragte sie mit besorgtem Ton. Hatte diese Frau wirklich die Absicht, mich zu betrügen, wie ich in ihren Notizen und Briefen gelesen hatte? Ich wusste, dass sie sehr gut spielen und manipulieren konnte. Täuschte sie es jetzt vor? Es schien alles echt zu sein. Es war schon besser, das gebe ich zu, sagte ich. Ich war ein wenig besorgt, als die Felsbrocken unter mir weggezogen sind, aber oh, Derek, ich konnte es nicht ertragen, dich zu verlieren, ich konnte es einfach nicht, sagte Cyril. Sie glitt an meinem Körper hinunter, öffnete meinen Gürtel und meinen Hosenschlitz und zog meine Jeans und meinen Slip bis zur Taille herunter. Nur ein bisschen, sagte sie und sah mir in die Augen. Ich werde alles für dich tun. Ich will nur, dass du entspannt bist, wenn wir hier rauskommen. Ich kann nicht zusehen, wie du leidest, verdammt. Sie war gut. Eine Oscar-reife Leistung. Der Regen wurde stärker, als sie mich vorsichtig unter dem Auto hervorholten und ins Innere luden. Der Beifahrersitz war nach vorne gekippt und die Hälfte des Rücksitzes war leergeräumt und mit ungefalteten Schlafsäcken bedeckt. Sie legten mich auf den Rücken mit dem Kopf voran, die Füße auf ein Kissen aus Schlafsäcken. TID fixierte mein Bein, um es ruhig zu halten, damit ich mir nicht den Knöchel stieß. Sind alle bereit? Cyrils Stimme kam über das Funkgerät. Sieht so aus, als ob wir hier fertig sind. Okay, lasst uns gehen, sagte TID. Annie hielt an den steileren Hängen einen Abstand von etwa 20 Metern oder mehr ein. Der Regen fiel jetzt in einem dichten, dunklen Wolkenbruch. Ich konnte nicht einmal den Sequoia sehen. Das ist ekelhaft, sagte Annie. Ich konnte die Umgebung nicht sehen, nur den unnachgiebigen Himmel. Aber ich musste ihr zustimmen. Ich drückte erneut auf die Funktaste. Siehst du dort etwas? Wie sieht die Straße aus? Cyrils Stimme knisterte über das Funkgerät. Wir sind um die Kurve direkt vor ihnen. Ich glaube, wir nähern uns einem Seitenkanal und das Funkgerät ist ausgefallen. Ich hörte ein Brüllen und einen Schlag, dann wieder ein Brüllen. Halt, rief ich. Annie verlangsamte von einer kriechenden Geschwindigkeit auf einen völligen Stillstand. Ich drückte erneut auf den Funkknopf. Cyril, sind Sie da? Cyril, antworte mir. Nichts. Annie zog die Handbremse an und sprang aus der Tür.
Sie kam 8 Sekunden später zurück und sah erschrocken aus. »Halt dich fest«, schrie sie. Ich klammerte mich fest an die Rückenlehne des Sitzes unter mir, als Annie zurücktrat und dann den Seitenweg zu der etwa 30 Grad nach oben geneigten Steinplatte hinaufging. Was ich zu fragen versuchte, wurde von einem neuen Brüllen hinter uns übertönt. Annie weinte laut und klammerte sich mit beiden Händen fest an das Lenkrad. Sie schaute in den Rückspiegel, ließ sich dann herab und schluchzte weiter. »Sie sind weg«, schluchzte sie. Die Sturzfluten, die Flussbetten hinter und unter uns sind einfach weggeräumt. Sie sind nicht mehr da. Ihr dünner Körper wurde von Schluchzern geschüttelt. Oh, verdammt, was soll ich nur den Kindern sagen? Sind sie nicht da? Sind Teide und Cyril weg? Oh, verdammt, unsere Kinder, Cyrils Eltern, sie sind hier in der Nähe. Meine Eltern sind tot und Anis und Tets Eltern sind in einem anderen Teil des Landes. Teide und Cyril hatten Angestellte, warte. Warum sage ich hatten? Gehe ich davon aus, dass sie tot sind? Annie, wie sicher bist du dir? Versuch's nochmal mit dem Radio, vielleicht haben sie einen sicheren Ort gefunden. Versuch es, komm schon, sagte ich und versuchte verzweifelt, mich an die Hoffnung zu klammern. Ich drückte wieder und wieder auf den Funkknopf, aber immer noch nichts. Die Gewitterfront zog vorbei, der Regen hörte auf und der Himmel klarte auf. Das war alles, was ich von meiner liegenden Position aus sehen konnte. »Warte hier, geh nicht weg«, befahl Annie mir sinnloserweise. Sie zog die Handbremse an und sprang in die kühle Luft hinaus, ließ die Tür offen und den Schlüssel im Zündschloss stecken, das in den Minuten, in denen sie weg war, immer wieder piepte. Die Straße unter uns schien frei zu sein. »Ich werde versuchen, uns runterzubringen«, sagte sie, als sie zurückkam. »Ich werde überall dort anhalten, wo es sicher ist, und nach der Sequoia suchen.« Du kannst es weiter mit dem Walkie-Talkie versuchen, also hast du keine Spuren von ihnen gesehen, bat ich. Sie schüttelte düster den Kopf. Annie führte uns langsam den Berg hinunter. Wir sahen und hörten nichts von unseren Begleitern. An unserem ersten Übernachtungsplatz, von dem aus wir eine direkte Sichtverbindung zu einem Mobilfunkmast hatten, hielt sie an. Annie nahm ihr Nokia heraus und wählte 911. Wenn die Polizei eintrifft, werden wir nichts darüber sagen, was Teid und Cyril vorhaben, oder? Sagte sie besorgt. Vielleicht solltest du den Papierkorb in Cyrils Laptop löschen, wenn du Zeit hast, und die Flashlaufwerke verstecken. Wir brauchen in den nächsten Jahren keine endlosen Ermittlungen. Betrug und Diebstahl waren geplant, aber noch nicht ausgeführt. Es gibt keinen Grund, die Bullen zu verängstigen, sagte ich. Die Sonne stand erst eine Stunde über dem westlichen Horizont, als wenige Minuten später der erste Hubschrauber mit Rangern aus dem nördlich von uns gelegenen Joshua-Tree-Nationalpark eintraf. Ein Navi-Evakuierungshubschrauber landete von einem Stützpunkt im Salt-Unsea-Gebiet. Die Ärzte des Korps untersuchten mich schnell und stellten fest, dass ich am Leben war, einen leichten Schock erlitten hatte, unterkühlt war und unter Vorhofflimmern litt, das heißt, mein Herz arbeitete unregelmäßig. Trotz ihrer Einwände brachten sie mich schnell ins Eisenhower Medical Center in Palm Springs. Annie musste zurückbleiben, um sich um die Ranger und die Hubschrauber des Sheriffs und der Highway Patrol zu kümmern, die kurz darauf eintrafen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, wem es schlechter ging, ihr oder mir. Es war bei weitem der schlimmste Sonntag, an den ich mich erinnern konnte. Ich beobachtete, wie sich die Dämmerung vor dem Fenster der Station, in der ich unter Beobachtung stand, vertiefte. Sie sagten, ich sei in gutem Zustand und würde über Nacht beobachtet. Sie waren nicht besonders besorgt über meine Reaktionen auf den Bruch, sondern eher über meine Unterkühlung und mein Vorhofflimmern und mein Herz. Meine Mutter hatte Vorhofflimmern, also muss es genetisch bedingt sein. Die Benutzung von Handys war im Krankenhaus verboten. Ich war sehr nervös und wartete auf Neuigkeiten von Annie. Die Außenwelt verdüsterte sich zusammen mit meiner Stimmung und in meinem Kopf wimmelte es von Schuldgefühlen. Ich stellte mir ihren Tod vor, sah im Geiste, wie sie von einem Steinschlag erdrückt wurden, aber das, was passiert war, war viel schlimmer, auch wenn es nicht meine Schuld war und ich nichts damit zu tun hatte. Ich fühlte immer noch Schuld, gemischt mit Schmerz, Verlust, Einsamkeit und Leere. Die Welt, die ich kannte, ist vorbei. Zianara, was hätte ich getan und erlebt, wenn es nicht so geendet hätte? Und eine Scheidung, Schutz, Depression. Wenn Cyril mich nur nicht mit TID betrogen hätte, wenn sie sich nicht geeinigt hätten, wenn Annie nicht von ihrem Betrug erfahren hätte und wenn wir ihre kriminellen Pläne nicht entdeckt hätten. Wäre ich nur nicht auf einen Steinhaufen gefallen, damit wir nicht versuchen würden, während des Sturms zu verschwinden, wären wir nur unverletzt davon gekommen, aber ihr Plan wäre noch immer in der Schwebe.
wenn sie mit oder ohne unsere Hilfe gefasst worden wären. Wenn sie nur noch am Leben wären. Gegen 10 Uhr brach auf dem Krankenhausflur ein Streit aus. Die Zimmertür flog auf und Annie stürmte herein, wobei sie zwei kleine philippinische Krankenschwestern mit sich zog. Rufen Sie den Sicherheitsdienst, wenn Sie nicht wollen, aber bringen Sie lieber ein paar starke Männer mit, die mich hier rausholen, denn die werden Sie auf jeden Fall brauchen, sagte sie. Sie sah mich und rannte auf mich zu. Oh, verdammt, Derek! Oh, verdammt! Sie umarmte mich mit ihren schmutzigen Armen und drückte ihr verschwitztes Gesicht an meines. Oh, Derek! Schließlich ließ sie mich los und stand auf. Unsere Finger verschränkten sich ineinander. Gibt es etwas Neues? Fragte ich. Sie nickte resigniert. Sie mussten keine große Suchaktion durchführen. Ein Hubschrauber der Highway Patrol entdeckte sie auf der Route 62. Sie fanden die Überreste des Sequoia etwa anderthalb Meilen von uns entfernt an einem Seitenkanal. Das Auto war völlig zerstört, genauso wie die Leichen von Tehide und Cheryl. Sie drückte meine Hand so fest, dass es weh tat. Sie sind weg, der Eck, weinte sie und klammerte sich an mich. Ich umarmte ihre Schultern und wir hielten uns schweigend. Eine strenge Krankenschwester, wahrscheinlich die Leiter in der Abteilung, und zwei Wachen betraten den Raum. Wir haben einen ziemlich flexiblen Zeitplan für Besuche wie diesen, aber Sie sollten meine Krankenschwestern wirklich nicht so behandeln, Miss Olsen, sagte die Schwester. Sie haben noch 5 Minuten, dann werden meine Leute Sie hinaus begleiten. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Die Krankenschwester ging und die Wachen blieben zurück. Ich habe alle angerufen. Annie sagte, Chiryls Eltern werden morgen alle Kinder hierher bringen. Sie wollten einen Flug chartern und heute Abend einfliegen, aber ich habe Nein gesagt. Mein Vater, Tails Mutter und deine Schwester werden morgen erst spät nach Hause kommen. Was wirst du heute Abend tun? Ich hoffe, du wirst nicht am Bett sitzen, dafür bist du nicht krank genug. Nein, ich habe ein Motelzimmer unten an der Straße. Ich muss schlafen, aber morgen früh bin ich wieder hier und dann werden wir sehen, was los ist. Sie beugte sich vor und küsste mich zärtlich, eine leichte Berührung ihrer Lippen. Ich dachte bereits über die Zukunft nach. Wir sind gute Freunde, Annie, sagte ich und drückte ihre Hand. Wir sind keine Seelenverwandten, wir sind kein romantisches Paar. Sie nickte und drückte fest zurück. Ich möchte wirklich, dass wir Freunde bleiben, koste es, was es wolle. Sie nickte erneut. Ja, ich möchte auch Freunde bleiben, aber vielleicht mit Privilegien. Ihr halbes Lächeln war jetzt zaghaft. Jetzt war ich an der Reihe zu nicken und zu lächeln. Vielleicht kommen wir dahin. Wir erlebten lange, tränenreiche Wiedersehensfeiern mit unseren Familien. Unsere Kinder erholten sich schneller als unsere älteren Verwandten. Das Leben ging weiter. Der Gerichtsmediziner von Riverside County stufte den Tod von Theodore Olsen und Cherlina Ortega korrekt als Unfall ein. Niemand außer Annie und mir wusste von ihrem Verrat und ihrer Verschwörung. Wir begruben sie in Forest Lawn und versteckten die USB-Sticks für den Fall, dass TID und Cheryl versichert waren. Mit den Zahlungen haben wir unsere Hypothek abbezahlt und unseren 4 Töchtern ein großes College-Geld hinterlassen. Annie und ich arbeiten immer noch, sind aber nicht mehr bedürftig. Ein Teil unserer Arbeit ist auf dem Mars gelandet. Ein anderer Teil ist auf dem Weg in die Weiten des Sonnensystems. Wir waren stolz auf unsere Leistungen. Die Unternehmen von TID und Cheryl sind von ihren Stellvertretern übernommen worden und laufen auch ohne ihre Spitzenkräfte gut. Annie und ich sind hälftige Anteilseigner. Das Einkommen ist komfortabel. Wir beschlossen, dass wir wirklich Freunde mit Zusatzleistungen und noch etwas mehr waren. Die Ortegas zogen in das Haus der Olsen nebenan und ich zog in Annies Schlafzimmer. Wir mussten nur ein paar Möbel umstellen. Unser Status als Freunde mit Zusatzleistungen währte nur ein paar Monate. Wir heirateten am Halloween-Tag in einem charmanten und gruseligen gotischen Raum in der Nähe des Südwestern-Museums. Die Zeremonie fand in Kostümen statt. Normalerweise reden wir nicht über das, was gewesen wäre, aber manchmal schleicht sich das Thema an uns heran. Wir lagen zusammen im Bett und kühlten uns nach dem intensiven Sex ab. Annie drückte sich an meinen Hals. Hey, beste Freundin, was jetzt? Fragte sie und rümpfte die Nase. Naja, das nächste Mal bist du das Schogol und ich bin der Arsch. Wie gefällt dir das? Was, schon wieder? Na gut, wenn du darauf bestehst. Oder vielleicht können wir mit Pygmäen und Hyänen spielen. Klar, warum nicht? Ich schwieg einen Moment lang. Weißt du, es ist komisch, ja, ich weiß, es ist komisch, dass wir hier sind. Wir hätten das nie erwartet. Wir hätten nie gedacht, dass es sich so entwickeln würde.
Ich hatte keine Pläne für dich, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass du immer ein echter Gentleman warst und ich war immer eine fleißige Mutter. Wir sind unsere eigenen Wege gegangen. Glaubst du, sie dachten wir? Vielleicht sind sie deshalb ihren eigenen Weg gegangen. Ich liebte meine Cheryl bis zum Wahnsinn und ich liebe sie immer noch. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, ohne TID irgendwo hinzugehen, aber sie. Sie folgten einfach einer anderen Karte. Falsche Anweisungen, aber wie sind sie auf diese Seite gekommen? Ich schüttelte den Kopf. Was ist mit der göttlichen Gerechtigkeit? Annie legte ihre Finger auf meine Lippen. Du weißt es besser. Sie waren unvorsichtig, das ist alles. Keine magische Rache, kein Karma, kein Schicksal, Unglück folgt auf Unachtsamkeit. Sie waren unvorsichtig. Ende der Geschichte. Mein ingenieurmäßig geschulter Verstand akzeptierte das, aber mein alter kalifornischer Verstand, der unter Missionen und Curanderos und Heilern aufgewachsen war, war sich da nicht so sicher. Zum Schluss noch ein Wort zum Feigenkaktus, auch bekannt als indische Feige, Opuntia ficus indica. Sie wachsen in riesigen, dornigen Dickichten und bringen bunte Blüten hervor. Die Farbe der Blüten variiert je nach Sorte und Region, kann aber grün, gelb, orange oder rot sein. Lokale Sorten blühen nur bei intensivstem Sonnenlicht. Diese Sommerblumen scheinen zu leuchten wie Neonröhren. Sie scheinen zu leuchten wie Chiryls Augen, als ich ihr das letzte Mal tief ins Gesicht geschaut habe. Das kann ich nie vergessen.